In der Notaufnahme sorgt die seltsame Verschwiegenheit einer jungen Frau für reichlich Wirbel. Ich würde jetzt gerne erstmal mit dem Arm. Kann ich irgendwie helfen? Ja, sie hat sich verletzt. Ja, in die Schwester Ina, hallo. Eine Versichertenkarte haben wir nicht, aber dann machen wir das später. Kommen sie okay, das können wir ja später machen. Genau. Wie ist Ihr Name? Das wäre jetzt wichtig für mich. Das können wir nicht erstmal mit dem Arm? Also es wäre immer schön, ne, wenn man weiß, mit wem man zu tun hat. Sie kennen sie ja wahrscheinlich. Ja, warum möchtest du deinen Namen nicht sagen? Ich möchte jetzt erstmal wissen, was mit dem Arm los ist hier. Okay. Vornamen hat sie bestimmt, oder? Ja. Den wissen Sie? Britta. Okay, dann würde ich Sie jetzt einmal bitten, mit zu unserer Ärztin zu kommen, ja? Also eher ungewöhnlich ist es, wenn jemand in die Notaufnahme kommt und partout seinen Namen nicht sagen will. Ich meine, warum macht man das, ja? Ich habe einfach gehofft, dass im Laufe der Behandlung das Britta einfach auftaut und uns dann ihre Daten auch angibt. Das ist unsere nächste Patientin. Guten Tag. Ich weiß nur Ihren Vornamen, das ist die Britta. Sie möchte keine weiteren Angaben im Moment machen. Und ja, vielleicht sagen Sie ja unserer Ärztin. Ich will erst mal wissen, was jetzt hier mit dem Arm ist. Ich habe wirklich dolle Schmerzen. Das können wir vielleicht alles später machen. Guten Tag, Sie sind aber über 18? Ja. Sie sind, wie gehören Sie zusammen? Wir sind Freundinnen, wir gehen zusammen zum Yoga. Okay. Warum willst du denn deinen Namen nicht sagen? Ich bin hier die Ärztin, dann nehmen Sie mal dort Platz. Einmal hin, bitte. Ja. Was ist denn genau passiert? Ich war beim Yoga und dann sind wir da hinterher zur Kabine hoch und da geht es eine Treppe hoch und da bin ich voll hingefallen und voll mit dem Arm auf die Vorderstufe. Ja, okay. Und, ja, und sonst ist nichts passiert, ist nur der Arm. Ja. Und das ist der rechte Arm? Ja. Okay, dann müssen wir einmal die Jacke ausziehen, ja? Also wir erleben natürlich schon sehr viele Sachen in der Notaufnahme. Aber dass ein Patient reinkommt, der partout nicht seinen Namen, sein Geburtsdatum nennen möchte, das ist schon sehr ungewöhnlich und ich konnte mir da auch gar keinen Reim drauf machen. Tut hier was weh? Und hier, Finger können Sie bewegen? Ja, Finger kann ich bewegen. Und da, wo es jetzt hier rot ist, da tut es auch weh, ja? Okay, dann halten Sie mal fest. Ja. Genau, perfekt. So. Okay, sonst sind Sie nirgendwo draufgefallen. Nee, nur auf den Arm. Gut, dann müssen wir jetzt aber schon Ihre Daten wissen, ne? Warum? Können wir nicht erstmal jetzt hier die Untersuchung machen? Können wir das nicht später machen? Ja, das Problem ist ja, wir müssen ja ein Röntgenbild machen. Und wir müssen ja natürlich dann auch wissen, zu wem dann das Röntgenbild gehört. Ja, was soll ich? Möchtest du deine Daten nicht sagen? Das tut da jetzt hier gar nichts zur Sache. Es geht doch um den Arm. Das ist ja, doch aber normal. Wie wollen wir denn ein Röntgenbild machen? Eigentlich nicht. Warum muss denn jetzt hier sowas gemacht Sie werden? Es geht ja nur um den Arm. Sie sind doch jetzt hier zur Behandlung gekommen. Das sind ganz einfache Sachen. Da tut auch gar nichts weh. Ja? Ich dachte, dass sie vielleicht doch unter Schock steht, weil sie gefallen ist und dass die Schmerzen sehr groß waren, was sie deshalb jetzt gar nicht sagen wollte. Und dachte, okay, wir machen erst die Behandlung und vielleicht wird sie dann nachher alles Mögliche uns dann doch erzählen, was sie jetzt abgelehnt hat. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt Folgendes. Fährst du sie einmal zum Röntgen? Mhm. Ja, dann röntgen wir einmal den Unterarm, ob da alles soweit okay ist. Du besprich es mit dem Röntgen, wie wir es jetzt machen wollen, wenn sie ihren Namen nicht sagen möchte. Okay. Ja, und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Okay? Willst du sie einmal fahren? Ich fahre dich mit dem Stühlchen, ne? Ja. Natürlich ist jeder Mensch anders, gerade wenn er einen Unfall hinter sich hat. Aber die Dame war schon sehr auffällig, sie stand unter Strom. Und dass da schwerwiegendere Probleme waren, das sollten wir ja erst später erfahren. Okay. Was ist los? Ich habe gerade Kopfschmerz. Ganz plötzlich? Ja, ich glaube, ich muss mal einen Kaffee trinken oder so. Dann kommen Sie mal rein. Gehen wir mal da rein. Haben Sie das häufiger? Ja. Mit den Kopfschmerzen? Ab und zu schon, ja. Okay, dann setzen Sie sich noch mal. Einfach noch mal kurz nur hier hinsetzen. Ich verstehe auch echt. Seit wann ist das denn jetzt so, dass Sie das mit den Kopfschmerzen haben? Ja, schon etwas länger, ey. Ja. Ich verstehe jetzt auch echt das Verhalten von der Britta nicht. Ich glaube, die hat auch private Probleme. Also ich glaube, der Freund hat Schluss gemacht und so, ne? Und okay. Also ich meine, ich weiß auch nur ihren Vornamen, ne? Alleine das ist schon komisch. Und ne, sie hat mich auch immer viel ausgefragt, aber wenig von sich erzählt, ne? Also ich weiß nicht, was mit ihr los ist, ne? Eigentlich hatte ich gehofft, dass Frau Wendel mir etwas mehr über ihre Freundin erzählen könnte. Aber dem war nicht so. Obwohl sie sich schon seit 6 Wochen kennen, kannte sie eigentlich nur den Namen. Sie wusste auch
gar nichts über sie. Sie hat sich auch nur so ein paar Sachen zusammengereimt und meinte, dass dort wahrscheinlich irgendetwas im Privatleben vorliegt, was nicht so ganz rund läuft. Aber genaueres konnte sie uns auch nicht sagen. Die Kopfschmerzen, ja, die sind mehr so auf der Seite. Ja. Ja. Also wie lange ist das denn schon, dass das so kommt? Ich habe vor 4 Monaten einen Unfall gehabt. Und ah, okay. Was für ein Unfall? Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, ja, und wurde angefahren. Ja. Und der Fahrradfahrer Flucht begangen. Okay, und was war passiert? Waren Sie länger im Krankenhaus dann? Ja, nicht so lange. Also ich hatte eine Gehirnerschütterung und ja, seitdem habe ich immer wieder Probleme. Ne? Also, okay. Ja, lassen Sie mich einmal kurz schauen. Da ist einfach gerade ausgucken. Und da ist dann sicherlich auch damals ein CT gemacht worden, ja, vom Kopf. Da war alles in Ordnung, keine Blutung oder sowas. Nee, da war alles in Ordnung. Frau Wendel hat uns dann ja erzählt, dass sie vor 4 Monaten einen Fahrradunfall hatte. Dabei hatte sie eine Gehirnerschütterung erlitten. Es war auch damals eine Untersuchung gemacht worden, das heißt, eine Blutung oder auch ein Bruch im Schädelbereich war ausgeschlossen worden, sodass es jetzt nahe lag, dass sie unter einem sogenannten postkommotionellen Syndrom litt. Das heißt, das ist ein Syndrom nach einer Gehirnerschütterung mit Kopfschmerzen und ein paar neurologischen Erscheinungen. Das ist in der Regel harmlos und bildet sich nach einigen Wochen dann von selbst auch wieder zurück. Ich kann es jetzt natürlich nicht ganz genau sagen. Es kann natürlich auch sein, dass das Migräneattacken sind. Ich bin kein Neurologe. Aber sollen wir es so machen? Ich gebe Ihnen gleich die Telefonnummer mit, dass Sie sich morgen mal bei dem Neurologen hier vorstellen. Ja, das wäre ja super nett von Ihnen. Dass danke. Dass er das mal anschaut, ne, und das mit ihm bespricht. Ja. Ich denke, dass es das sein wird, aber wie gesagt, besprechen Sie das einmal mit dem Kollegen. Manchmal entsteht ein Kopfschmerz auch durch ein vorangegangenes Ereignis. Da denkt man vielleicht gar nicht mehr dran. Ja, in unserem Fall war das ja ein Unfall, der vorher stattgefunden hat. Ja, und dass das wirklich mit unserer Patientin Britta in Zusammenhang stand, ja, das habe ich überhaupt nicht vermutet. Wie sich immer mehr herauskristallisieren soll, steht die erste Patientin Britta unter starkem psychischem Druck, aus triftigem Grund. Das rätselhafte Verhalten der distanzierten jungen Frau wird schon bald Sinn ergeben. Doch erst einmal kommt es nach dem Röntgen zum Eklat. So, also ich habe das Röntgenbild jetzt. Ich habe gehört, Namen und so wollten Sie immer noch nicht sagen. Nee. Ich will eigentlich nur jetzt nach Hause. Ich will jetzt hier weg. Ja? Wollen Sie gar nicht wissen, was rausgekommen ist? Ja, doch. Okay. Was ist denn los mit Also, was man gesehen hat, ist, dass da ein Bruch ist. Von der Elle. Ja? Da ist ein Bruch, aber nur dort. Das ist uns wahrscheinlich genau auf die Kante gefallen, ne? mit dem Unterarm. Das muss man zum Glück nicht operieren. Okay. Ja? Das heißt, wir machen Ihnen da jetzt einen Gips dran. Okay, das muss ruhig gestellt werden. Ja, das muss sein. Kann ich nicht einfach jetzt gehen? Nee, das geht nicht. Eigentlich dachte ich, dass unsere Patientin sich freuen würde, dass ich ihr sagen konnte, dass sie keine Operation bräuchte. Dass es ein einfacher Bruch der Elle war, der nur mit Gips behandelt werden konnte. Aber irgendwie schien sie das gar nicht so sehr zu interessieren und sie steigerte sich immer mehr rein und letztendlich sollte die Situation ja sogar noch eskalieren. Ich will jetzt eigentlich einfach Okay, ich nehme das jetzt erstmal alles weg hier. Das stellen wir mal weg. Aber gibt es sonst noch irgendein Nein, willst du ja, dass dein Arm wieder in Ordnung wird? Oh, sorry. Ich hoffe, dass noch nichts kaputt gegangen ist. Was ist das denn? Vielleicht bleiben Sie mal hier. Hallo? Hallo? Was ist? Ich gehe nach, ja? Die Patientin reagierte dann ja sehr stark, rannte weg und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was da los war, aber das sollten wir dann später erfahren. Warum läuft sie jetzt weg? Ich kann mir das Verhalten jetzt echt nicht mehr erklären, ne? Also, nee, ich auch nicht. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Also die Schwester ist ja schon hinterhergegangen. Also die braucht auf jeden Fall noch einen Gips, ja? Das müssen wir schon noch machen. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Ich dachte, vielleicht wäre sie jetzt beruhigter, nee, nachdem man das ich hab auch. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, ich so, warum möchtest du eigentlich nicht deinen Namen sagen und alles? Ich so, hast du irgendwas zu verheimlichen oder was, ne? Ja, und dann hat sie mir auch nichts gesagt und guckt die ganze Zeit sauer zur Seite und ich kann mir das nicht erklären. Ja. Also, lassen Sie uns mal gucken, wo sie ist. Ich könnte mir gar keinen Reim darauf machen, warum die Britta jetzt einfach rausgerannt ist. Sie hat dann den Schlüssel genommen, sie ist weggerannt. Ja, wir mussten jetzt erst mal gucken, dass wir die Patientin wiederfanden. Da sich Britta allem Anschein nach in einer seelischen Ausnahmesituation befindet, könnte sie sich selbst oder andere in Gefahr bringen. Zudem soll ein schockierendes Geständnis nicht nur die Yoga-Freundin der Patientin aufwühlen. In der Toilette? Ja. Oh, das kann doch vielleicht Könnte die Britta das sein? Ja. Wir schauen mal. Lieben Dank, ja. Danke sehr. Dann gucken wir mal. Britta? Hallo.
Sind Sie da drin? Machen Sie bitte einmal die Tür auf, ja? Sind Sie da drin? Ja, okay. Ja, sie ist es. Okay. Was ist los? Britta, einmal bitte mit rauskommen, kommen ja? Kommen Sie mal mit. Kommen Sie, setzen Sie sich, mein... Was setzen tut Sie sich hier leid? Auf den Stuhl. Was tut dir leid? Was war denn jetzt das Problem? War das jetzt was mit dem Schlüssel, der rausgefallen ist? Ja. Was tut dir leid? Was denn? Ich bin das verfluchte Taxi gefahren. Ich hab dich angefahren vor 4 Monaten. Ich war das mit der Fahrerflucht. Marlene, was? Es tut mir so leid, Marlene. Was erzählt sie da gerade? Ja, ich war das. Ich hab einfach nicht aufgepasst. Ich hab dich gesehen und dann war es schon zu spät. Und ich du hatte bist doch so meine Freundin. Angst. Es tut mir auch leid. Du fährst mich an und verpieselst dich? Ja, ich hatte so eine Angst um meinen Job. Ich hatte mir schon 1-2 Patzer geleistet und mein Freund, der hatte mich sitzen gelassen. Ich muss diesen Kredit abbezahlen. Ich habe Schulden. Ich hatte einfach so eine Angst. Und dann habe ich gesehen, dass du aufstehst und dass du dich bewegst. Und dann bin ich gefahren. Das meinst du nicht ernst? Das kann doch echt nicht wahr sein. Du hast mich angefahren. Ich hätte vielleicht auch sterben können. Ich weiß, tut mir so leid. Also, ich habe dann am anderen Tag im Radio gehört, dass du eine Kopfverletzung hast. Und dann habe ich natürlich Angst gehabt, und dass dir was passiert ist und so. Und dann habe ich über die sozialen Medien rausgekriegt mit diesem Yogakurs. Und deswegen bin ich dann da auch vor ein paar Wochen aufgetaucht. Ich wollte gucken, wie es dir geht. Das ist ja voll der Krimi, echt. Also, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Tut mir leid, echt. Das heißt, Sie haben bis jetzt noch mit keinem darüber gesprochen, was passiert ist? Nee, jetzt das erste Mal. Deswegen hatte ich jetzt so eine Angst, als der Schlüssel fiel, habe ich gedacht, oh Gott, wenn sie sieht, dass ich das war. Aber sie standen ja vorher auch schon unter Strom, ne? Ist das in letzter Zeit häufiger, dass sie da so ein bisschen neben sich stehen? Ich hatte so eine Angst, dass man die Fahrerflucht... Ich hatte einfach so eine Angst. Ich habe immer nur gedacht, meinen Namen nicht nennen, alles. Ich habe einfach nur gedacht... Ich komme irgendwie, ne, wenn ich bei ihr das wieder gut mache und alles, und wenn ich merke, ihr geht es gut, dass es dann okay ist, aber ich hatte einfach die ganze Zeit über so eine Angst und ich darf meinen Job nicht verlieren. Mhm. Haben Sie schon mal was von so einer posttraumatischen Belastungssyndrom gehört? Ja, das tritt schon mal auf, wenn man halt irgendetwas sehr Unangenehmes erlebt hat und man das einfach auch nicht so verarbeiten konnte. Ne? Dann kommt das halt so mit Gereiztheit, mit vielleicht auch mit Schlaflosigkeit, mit solchen, mit unter Strom stehen und so. Ne? Und ich denke, dass das sehr gut sein kann. Und wenn Sie sagen, da sind ja noch ein paar andere Probleme im Hintergrund, gibt es natürlich auch noch so ganz andere Sachen, ne? So Anpassungsstörungen und sowas, was es dort alles gibt, was Sie da sicherlich Ihnen so ein bisschen die Nerven fertig macht. Ja? Mhm. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Ihnen Folgendes vorschlagen. Ja? Das Erste ist, wir müssen uns einmal um den Bruch kümmern. Das heißt, wir würden da einen Gips drum machen. Ja? Und das Zweite, ich würde Sie gerne mit unserer neurologisch-psychiatrischen Abteilung zusammenbringen. Ja? Sollen wir das so machen? Ja. Okay. Es war natürlich sehr schockierend, was uns die Britta erzählt hat. Auf der anderen Seite war es sehr gut, dass sie endlich mit jemandem darüber gesprochen hat, weil das belastete sie natürlich enorm. Dass die Freundin jetzt darauf erstmal gar nicht gut zu sprechen war und überhaupt nicht wusste, wie sie darauf reagieren konnte, das kann ich nachvollziehen. Das war ja doch ein ganz gravierendes Ereignis. Aber ich denke, dass die beiden irgendwann noch mal darüber reden werden. Und jetzt ist zumindest der erste Schritt auch getan, um Britta helfen zu können. Inzwischen unterstützt eine Therapeutin der Klinik Britta dabei, das Geschehene zu verarbeiten. Im Zuge dessen hat sich die 37-jährige Taxifahrerin selbst angezeigt und wurde zu einer Bewährungsstrafe und einem Fahrverbot verurteilt. Unfallopfer Marlene hat ihr zwar mittlerweile verziehen, möchte jedoch keinen weiteren Kontakt.